rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Smokey. Die vier Engländer sind Pop-Idole der späten 70er Jahre. Sie wurden von den deutschen Musikmagazinen und ihren Lesern jeweils zur populärsten Band des vergangenen Jahres gekürt. Fast 7 Millionen schwarze Scheiben, Singles und LPs ließen sich in Deutschland in den letzten 3 Jahren mit Smokey-Songs absetzen. Das Erscheinungsbild der Band, ein bisschen Beatles-Kopie, gepflegte Lässigkeit. Das Image, ein freundliches Quartett, das so gar nichts mit den sich ungepflegt und böse gebärdenden Punk- und New-Wave-Bands dieses Jahres zu tun hat. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. Nachdem sich von 1968 an vorübergehend die Jugend weltweit vom Konformismus der Älteren befreien wollte, gab sie auch ihren Idolen einen Tritt. Popbands sahen sich vergeblich nach einer Anbetergemeinde um. Die Woodstock-Generation integrierte ihre Idole von einst entglorifiziert in ihren neuen Lebensstil. Heute ist es wieder anders geworden. Die Fans sind wieder auf den Beinen, die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Besonders bei Smokey gleichen die Anhänger denen der Beatles und der Stones. Vorbereitungen zum Konzert. Von Nervosität ist nicht zu spüren. Über 8000, meist 13- bis 18-Jährige, sind schon vor 1 Viertelstunde in den Saal eingelassen worden. Chef Roadie Don stimmt die Gitarren und den Bass der Band. Leadsänger Chris spricht mit dem Tonmixer den Anfang der Show ab. This one's our new single, and it's called Ocala. Bye.
Bradford, einer Arbeiterstadt nicht weit von Liverpool und Manchester entfernt, leben die Musiker. Drei von ihnen drückten zusammen die Schulbank. In diese Schule sind wir gegangen. Es hat sich hier ein bisschen verändert. Es gab früher noch einen anderen Teil, aber wir saßen hier in diesem Flügel. Alan hatte im Klassenzimmer immer eine Schnur dabei und schlug uns dort gewöhnlich mit dem Schnurende ans Ohr. Ist der Grund dafür, warum ich heute so große Ohren habe. Normalerweise zeichneten wir im Unterricht Gitarren und sowas und schrieben Listen von dem Equipment, das wir besaßen. Die Liste war kurz, wir hatten nur vier Teile. Der Lehrer fand immer unsere Gitarrenzeichnungen und fand das gar nicht komisch. Er wollte immer, dass wir was Richtiges lernen sollten, um später Geld verdienen zu können. Erinnert ihr euch noch, wie ihr hier gestanden habt und Love Me Do von den Beatles gesungen und auf der Mundharmonika begleitet habt? Love me do. Yeah.
Als wir die Schule verließen, schlugen wir alle verschiedene Wege ein. Wir bekamen Jobs. Ich war in einer Druckerei beschäftigt. Und eines Tages klopfte es an meine Tür und das bedeutete, mach mit bei unserer Band. So. Wie hieß die Gruppe damals? Sie hieß Elizabethans. Gewöhnlich trugen wir Rüschenhemden. Ich machte mit. Dann nannten wir uns in Kindness um. Wir hatten 4 Plattenveröffentlichungen bei verschiedenen Firmen herausgebracht, die sich alle nicht verkauften. Und dann kam das, was wir jetzt sind. Smokey. Ganz gewiss hatten wir am Anfang nicht sehr viel zu sagen über das, was wir machten, meint Chris. Das hat uns ein wenig mehr das Gefühl gegeben, Puppen zu sein, aber wir waren nie ganz und gar Puppen. Wir glauben, sagt Pete, dass wir alle Altersgruppen ansprechen. Die Jüngsten, dazu gehöre ich, und die älteren Leute. Wenn wir es schaffen würden, dass die Kinder mit uns gemeinsam älter werden wollen, dann könnten wir noch jahrelang weitermachen, so wie es die Beatles getan haben. Alan meint, unser Erfolg kommt daher, weil wir uns irgendwie natürlich geben, anstatt auffällig herumzulaufen. Wir kleiden uns so normal wie jeder andere auch. Jeans, Jacken, Hemden. Da gibt es andere Gruppen, die auffällige Glitzerfummel tragen. Wie die meisten englischen Bands fing auch Smokey in einem solchen Arbeiterclub an. Tanzhallen und Arbeiterclubs waren, als wir anfingen, die einzigen Möglichkeiten zu arbeiten. Der Norden Englands bringt es mit sich, dass es meist Arbeiterclubs waren. Wir spielten in solchen Läden wie diesem hier oder noch kleineren. Ohne diese Clubs müssten die Musiker in der Fabrik arbeiten, ist dir das klar? Ja, wir würden in der Fabrik sein. Wir hatten die Chance, in solchen Clubs anzufangen. Das bedeutete, dass wir vielleicht etwas verdienen würden, wenn wir ausschließlich in diesen Clubs spielten. Wir hatten im Norden Erfolg und danach konnten wir überall im Land auftreten. Wie die feinen Briten ihr traditionsreiches Clubleben pflegen, so haben auch die Arbeiter in den Industriestädten ihre organisierten, geselligen Zusammenkünfte. In diesen Arbeiterclubs gibt es Bars, Billardtische und eine Bühne, auf der am Wochenende getingelt wird. Viele Bands, denen der große Durchbruch nicht vergönnt ist, leben von den paar Pfunden, die sie sich in solchen Clubs verdienen. In Bradford, einer mittleren Großstadt, ist das Wollwebgewerbe zu Hause, ist Schwerpunktindustrie. Der Aufstieg zum erfolgreichen Popmusiker ist für Bradforder Arbeiterkinder genauso ungewöhnlich wie der Aufstieg eines spanischen Schäferjungen zum erfolgreichen Torero. Der Wohlstand ist den meisten Bradfordern versagt geblieben. Man lebt einfachst in monotonen Backsteinhäusern, die überall im Norden Englands zu sehen sind. In der grauen Eintönigkeit dieser Stadt ist der Freizeitwert gering. Die 4 von Smokey konnten den Hinterhöfen den Rücken kehren. Der ihnen jetzt mögliche Ausbruch aus ihrer Gesellschaftsschicht behagt ihnen nicht. Nicht einmal proben wollen sie ihn. Die Realitäten dieser Stadt scheinen ihr Leben so geprägt zu haben, dass die Glitzerwelt nicht einmal zur momentanen Verführung taugt. In einem typischen Bradforder Haus leben die Großeltern von Chris. Das ist meine Großmutter. Meine Mutter, hinter Ihnen sitzt mein Großvater. Der ist aber nicht zu sehen. Was sagen Sie dazu, Frau Norman, dass Ihr Sohn so erfolgreich im Showgeschäft ist? Er folgt den Spuren seines Vaters und seiner Mutter. Wir waren auch im Showgeschäft. Wir machen Quatsch. Wir sind sehr stolz auf ihn, dass er und die ganze Gruppe dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Dass Chris nichts Vernünftiges gelernt hat, das haben seine Eltern ihm längst verziehen. Chris' Eltern waren tatsächlich im Showgeschäft. 30 Jahre lang ist Chris' Vater durch Kabarets und Varietés getingelt. Well, you know, it's a chip off the old block, I suppose. We try. Oh, it's a big one. Pete's und Terry's Eltern sind Arbeiter. Alans Ernährer haben ein typisch englisches Fish-and-Chips-Geschäft, in dem man eine Portion Fisch und Pommes frites für 1,60 Mark bekommen kann. No, thanks. Hey, Jack Brian Chip. Yeah, I knew it was pinching. Yeah, it's all right.
Yeah, some warm ones. Stop boiling them. Ellen sagt, ich bin der Einzige von uns, der nicht verheiratet ist. Ich habe niemanden, zu dem ich nach Hause gehen kann. Mehr oder weniger ist die Straße mein Zuhause. Mir gefällt es, auf Tour zu gehen. Pete sagt, ich mag Tourneen, aber nach zwei Wochen beginnt es, dass sich das Heimweh einstellt. Ich möchte bei meiner Frau sein und bei meinen Babys. Chris, ist deine Frau eifersüchtig? Nein, sie ist nicht eifersüchtig. Sie ist mir ein bisschen böse, dass ich immer unterwegs bin.
Sie ist ein wenig deprimiert, wenn ich auf Tour bin. Nicht sehr. Sie hat gelernt, damit zu leben. Und so geht es mir auch. Ich bin manchmal deprimiert, wenn ich weg bin. Wir telefonieren, aber ich habe Heimweh. Wir alle bekommen Heimweh. Vor allem in Deutschland und in Skandinavien gibt es die meisten Smokey-Anhänger. In England ist ihr Erfolg mäßig. Der Markt wird auch nur stiefmütterlich behandelt aus steuerlichen Gründen. Australien und Asien sind die nächsten Kontinente, die das Erfolgsquartett erobern möchte. Lost in the sands. Eine Zusammenkunft, die wir für die Kamera arrangiert haben. Alan mit Freundin, die anderen Gruppenmitglieder mit Ehefrauen und Kindern. 14 Jahre lang ist die Band zusammen. Die Stimmung untereinander immer noch befriedigend bis gut. Die private Zeit, die bleibt, wird nicht gemeinsam verbracht. Ein Hauch von Bürgerlichkeit. Ihre Ehen funktionieren, nicht nur vor der Kamera. Sie wollen aus ihren Mietwohnungen in Häuser umsteigen. Terry will einen Rolls-Royce kaufen. Davon hat er immer geträumt. Er sucht einen gebrauchten. So um 40.000 Mark herum ist einer zu bekommen. We'll be right back.
Nach Montreux am Genfersee ist die Gruppe zu Plattenaufnahmen gekommen. In der Schweiz entstand das Album Live in Montreux. Dass es nicht etwa Live in London heißt, hat wieder steuerliche Gründe. Denn für Auslandsjobs muss Smokey in England keinen Obolus an den Staat entrichten. When your thoughts on love keep changing all the time. You don't say. You don't say. You don't say. Bye. Who was that? Didn't say. Und das ist der Mann im Hintergrund, Mike Chapman, Produzent und Komponist beinahe aller Smokey-Titel. Er weiß, Smokey gab es schon eine ganze Weile, wie viele Gruppen, aber ohne Erfolg, ohne irgendetwas zu erreichen. Als ich Smokey zum ersten Mal sah, waren sie schrecklich überzeugt von dem, was sie machten. Sie waren damals schon eine gute Band mit viel Können. Vier Wochen lang dauerten alles in allem die Plattenaufnahmen, eingeschlossen etliche Probentage. Mike Chapman verpasste Smokey, die zuvor mit gemischtem Repertoire durch die Clubs zogen, einen musikalischen Maßanzug. Der Meister aus Hollywood, der 93 Millionen Singles mit seinen Kompositionen unter die Leute bringen konnte, schob zuvor Susie Quadro, Mart und Sweet auf die Erfolgsschiene. Jetzt scheint die musikalische Ehe mit Smokey vor einer baldigen Scheidung zu stehen. Mit dem Erfolg nahm Smokeys Selbstvertrauen beachtlich zu. Nun will sich die Gruppe auf eigene Komponistenbeine stellen. Wenn das klappt, dann fließen auch die ansehnlichen Kompositionstantiemen in Smokeys Taschen.
Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here. Love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. I know my heart is longing to say. Now I think my Vorerst noch, sagt Chapman, beinhaltet mein Konzept, Smokey verstärkt dazu zu bringen, eigene Sachen zu schreiben. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um ein langes Nebengeschäft zu haben. Sie wollen sowieso. Eiswasser. Here's a song from the Bright Lights, Zach Alley's album. It's a song called In the Heat of the Night. Man kann Rock'n'Roll nicht mehr spielen, wenn man 56 Jahre alt ist, meint Chris. Mit grauen Haaren, das kann man nicht machen. Ich möchte es nicht.
Man kann Lieder für die Leute schreiben, auch wenn man 60 oder älter ist. Das Liederschreiben ist sehr wichtig. Das hat mehr Dauerhaftigkeit. Dass die Fans schnell ein anderes Idol verklärt betrachten können, wissen die vier von Smokey. Dass man sich ewig auf dem Gipfel halten kann, sehen sie nicht. Irgendwann geht es bergab. Dann aber jedenfalls warm angezogen und mit gut gefüllten Taschen. Das Konzert ist aus. Für die Fans war es selbstverständlich zu kurz. Noch ein paar Zahlen. 140.000 Mark Abendkasse, 20 Roadies aus England haben das Equipment aufgebaut, in zwei 30 Meter langen Sattelschleppern wurde alles über den Kanal gebracht, 30.000 Mark hat der Transport gekostet.